Wie willst du dich mit Julia unterhalten? Sie steht bestimmt nur auf dem Niveau voller Gespräche. Kein Problem, das schaffe ich mit links. Bei dir spricht man nicht von Gesprächen. Wenn nur einer redet, nennt man das Monolog. Wenn nur einer redet, immer das Monolog. Das war nicht so genau. Naja, ich speichere mal schnell ab hier. Warum sitzt du denn schon wieder da? Du sollst doch am Platz einsitzen. So, fertig. Ich mag das nicht. Guten Abend. Wollen Sie übernachten? Wo ist das Zimmer von Julia? Du gehst wirklich hin? Sie sind Herr Laguna? Wir haben die Nachricht erhalten. Ich werde jetzt ins Zimmer von Miss Julia begleiten. Dum, dum, dum. Oh, das sieht so wunderschön. Roses und Wein. Nett, dass du gekommen bist. Ja, finde ich auch. Danke für die Einladung. Danke für die Eingeladung. Sorry. Setz dich. Und war das ist mit Absicht Eingeladung. Naja. Sie lacht. Und er kann sich einfach eckern, einfach nicht ruhig sitzen bleiben. So, wenn es weitergeht, müssen wir mit ihr reden. Willst du schon gehen? Sorry. Wir haben doch noch nicht einmal geredet. Ich weiß, es ist halt eigentlich nicht aufnehmbar. Nein, nein, so ist es nicht. Ich bin ein großer Fan von dir. Von daher... etwas aufgeregt. Ich habe dich sehr oft gesehen. Du hast mich gesehen? Du hast mich immer angelächelt, nicht wahr? Er läuft den Kreis. Ich mag deine Augen, auch wenn sie jetzt etwas verunsichert sind. Komm, ich tue dir nichts an. Ich will mich mit dir unterhalten und dir in die Augen schauen. Lass uns was trinken. Machst du Rotwein? Das darf nicht wahr sein. Eigentlich hasse ich Kriege, aber ich komme dadurch viel um die Welt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem bin ich immer mit Kairos und Fahr zusammen. Das sind meine besten Freunde. Wir können ja mal zusammen was trinken gehen. Okay? Okay? Und was wollte ich noch sagen? Später will ich Journalist werden. Dann kann ich jedem berichten, was ich auf der Welt erlebt habe. Oh, du bist ja wie ich. Im Ernst? Der Typ hat sich ja bei ihr schon eingenistet. Ach ja, neulich wurde mein Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das war echt eine Freude. Das war großartig. Der ist ja wie ich, der labert ohne Ende, der redet ohne Ende, der redet wie ich. Ja, bestimmt. Genau, und dazu kam... Blablabla. Ich lasse dich ja gar nicht zu Wort kommen. Ach, ich kann mich bewegen, okay. Fragezeichen? Erzähl doch mal was, was du später machen willst und ähnliches. Ich will nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Das würde ich gerne hören. Nur wenn es klappt, mir fiel bisher kein guter Text ein. Ach so, das ist doch bestimmt nicht einfach. Ich denke aber, dass ich durch dich ein schreiben kann. Durch mich? Ja, genau. Du hast mir all deine Gefühle gezeigt. Deine Schmerzen, deine Freuden, deine Sorgen und deine Wärme, die durch deine Augen dringt. Du hast mir wirklich geholfen. Das ist bestimmt ein guter Text. Wahnsinn, es ist wie ein Traum. Siehst du, das ist kein Traum. Er hat ihn gezwickt. Laguna, eine neue Mission. Schnell in die Residenz.
können wir uns wiedersehen? Aber klar, ich muss unbedingt dein Lied hören. Nächster Halt. Timer. Timer. Oh, ich hätte sie gerne noch ein bisschen gehört. Nächster Halt. Timer. Timer. So ähnlich. Ich weiß nicht, wie die Durchsagen laufen. Haben sie hier alle geschlafen? Das war doch nicht etwa das war doch nicht etwa Betäubungsgas. Die Sie sind nicht überall beliebt. Das hat was auf sich. Wir sollten vorsichtig sein. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Scheint nicht so. So ein Glück. Ich bin okay. Ich hatte einen schönen Traum. Ich habe auch geträumt. Ein schöner Traum war es zwar nicht. Ich habe geträumt, ich wäre ein Vollidiot. In Kürze reichen wir Timer. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Sie nichts zurücklassen. Laguna war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein geil bei der eine Schuss Soldat, oder? Laguna, Carvas und Wart. Was? Ha, genau. Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nützt jetzt nichts. Denk mir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Ach ja, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's auf. Ich auch. Na gut. Punkt, 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 Punkt. Ich glaube, mich will lange hier eigentlich geträumt haben. Bestimmt nicht allzu lange. Timer Station. Es sind mir ein Timer. Ich hasse Zugfahren. Naja, obwohl es geht. Der Halt mit der Wald hat sich verändert. Es sind aber noch Eulen. Willkommen, Timer. Folgt mir bitte. Ich weiß nicht, was passiert, da hätten wir uns vermasselt. Herzlich willkommen. Wie gefällt dir, Timer? Timer-Spezialitäten. Träne der Eule. Was ist das? Die Träne der Eule ist zurzeit ausverkauft. Aber ein alter Mann hat sie mal gehabt. Stadtführer. Der Stadtführer kann ich, den Stadtführer kann ich nicht mehr verkaufen. Ihr könnt ja mal gucken. Wollt ihr? Ja. Hilfe! Scheiße! Da blickt du keinen Schein durch. Naja. Ich habe sie selbst gezeichnet. Klar ist aber uneindeutig, nicht wahr? Ja, mein Lieber. Bahnmodell. Die Bahnmodelle sind ebenfalls ausverkauft. Watts und Tone haben das letzte Stück gekauft. Früher hat er heute Lady Modelle hergestellt. Er war wirklich großartig. Aber nachdem er im Krieg gefallen ist, kann niemand sie mehr bauen. So, was haben wir sonst? Ein Magazin, wie unanständig. Das Magazin, es ist leider nicht für Jugendliche. Außer bei Tone. Er hat bei mir so viel gekauft, dass ich eine Ausnahme mache. Was ihm aber nicht besorgen konnte, ist die Zeitschrift Girly Times. Falls ihr sie finden sollte, könnt ihr Tone da Bescheid sagen. Ob ich es will? Es ist uns verreist. Der Laden ist zu. Obwohl ich meinen Luke hier abgegeben hatte. Luke? Ist das eine Anspielung auf Star Wars? Blöder Zuhändler! Armer Hund. Na gut. Ja, hierher bitte. Ist